Die hübsche Lila war ein Jahr im Ausland und hat fast nichts vom Leben in Deutschland mitbekommen. Deshalb ahnt sie auch nicht, dass sie gerade einen Megastar kennengelernt hat, der von kreischenden Mädels nur so verfolgt wird. Als Lilas Freundin das bemerkt, fällt sie aus allen Wolken, denn es geht um Chris, den Sänger der Band Berlin Mitte. Das ist ja krass! Sie ist so laut! Der Sänger von Berlin Mitte. Das ist total bescheuert. Rockstar Chris findet's gar nicht bescheuert, denn Lila ist kein typischer Teenager. Sie ist anders. Sie mag ihn nicht nur, weil er berühmt ist. Und sie kennt nicht mal die Band des Rockstars. Das soll sich aber ändern. Bei einem Konzert steht Lila in der ersten Reihe. Kurze Zeit später landet das verliebte Pärchen in einem Hotelbett. Als der Bandmanager am Morgen reinplatzt, findet er das knutschende Pärchen allerdings gar nicht komisch. Das kannst du nicht bringen. Du hast einen Vertrag. Offiziell Single, keine Freundin. Ich habe auch eine Privatsphäre schon mal gehört. Ein, zwei Jahre noch, dann sind wir soweit. Dann kannst du machen, was du willst und mit wem du willst, okay? So lange bleibt die Beziehung aber kein Geheimnis. Innerhalb weniger Stunden weiß es die ganze Welt. Die Medien machen die Geschichte zu einem Skandal. Lila soll Chris nur ausgenutzt haben. Sie haben das alles schon. Rauschende Liebesnacht im Hotel, Cinderella und der Popprinz. Ja, wir sind ein Paar. Sie wird ordentlich kassiert haben, die Kleine. Und das Drama nimmt seinen Lauf. Eben hat sich die Band noch auf die bevorstehende Tour in Amerika gefreut. Dann droht die ganze Blase zu platzen. Jetzt heißt es retten, was zu retten ist und das Image aufpolieren. Chris soll als Stalking-Opfer dargestellt werden, Lila als hinterhältiger Groupie, dem zum Schluss niemand mehr glaubt. Sogar der Rocker selbst denkt irgendwann, dass Lila nur eine von denen ist, die es aufs große Geld und schmutzige Stories abgesehen hat. Du bist aus der Presse gerannt, um mit mir anzugeben. Das ist so billig. Sag mal, brennt's bei dir? Du denkst, wo du bist, die Sonne und die ganze Welt dreht sich nur um dich. Es tut mir echt leid, dass ich auf die Masche reingefallen bin. Hat Lila den Skandal doch nur inszeniert, um Chris nicht nach Amerika fliegen zu lassen? Oder steckt vielleicht doch jemand ganz anderes dahinter? Groupies bleiben nicht zum Frühstück ist eine deutsche Komödie mit großartigen Nachwuchstalenten wie Costa Ullmann und Anna Fischer. Dazu eine ordentliche Portion Humor und das nötige Drama machen die Blu-ray zu einem lustigen und spannenden Erlebnis. Das Bonusmaterial zeigt exklusive Momente hinter den Kameras. Zudem enthält es ein Musikvideo, das die erfundene Filmband Berlin Mitte extra hierfür gedreht hat.